Der August war bisher nicht so der Spitzenmonat für die Aktienmärkte nach der scharfen Rallye im Juli, aber jetzt könnte im kurzen Zeitfenster mal eine Erholung anstehen vor den morgigen US-Inflationsdaten, die sehr, sehr wichtig werden. Wir haben viele schlechte Nachrichten aus China bekommen, wir haben teilweise schlechte Unternehmensnachrichten bekommen, wir haben vor allem für den Bankensektor schlechte Nachrichten bekommen, Abstufung von Moody's von 10 Banken, Androhung weiterer Abstufungen. Diese Geschichte in Italien mit dieser 40%igen Sondersteuer für italienische Banken etc. etc. Aber jetzt sind manche Parameter überverkauft und könnten daher für eine technische Gegenbewegung sorgen, ohne dass sich das Big Picture, dass eben die Charts doch angeschlagen sind, im übergeordneten größeren Zeitfenster wirklich zu ändern. Schauen wir uns die Dinge mal an. Gestern Dow dann 150 Punkte verloren, alles moderat, jetzt nicht dramatisch, aber es ist eben weiter bergab gegangen. Relativ unisono für die verschiedenen Indizes, aber wir sehen, dann gab es doch eine Erholung schon zum Handelsende hin. Das setzt sich auf US-Future-Basis und auf DAX-Basis zunächst mal weiter fort. Wir sehen also, da wurde dann am Schluss gekauft, auch ein Short-Squeeze wieder. Most Shorted Stocks sind relativ stark wieder gestiegen zum Handelsende hin. Und hier sehen wir mal das Gap von gestern. Also von vorgestern auf gestern beim S&P 500, nachdem die chinesischen Daten zu den Exporten und Importen ja so katastrophal schwach waren. Dieses Gap könnten wir erstmal zumachen, das wäre so im Bereich 4510, 4515 beim US-Leitindex S&P 500. Und hier sehen wir das nochmal, wir haben so eine latent bullisch fallende Wedge. Sind unten rangelaufen, sind dann gestern Abend oben praktisch angestoßen, könnten heute versuchen, darüber zu laufen und dann vielleicht das Gap schließen, das Fitch Gap, wie ich es mal nenne, also dieses Gap mit der Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch. Da ist die untere Kante 4,550 und die obere Kante so im Bereich 4,570, 80 um den Dreh. Hier sehen wir mal rechts, haben wir so ein Hanging Man gemacht. Waren ja schon deutlich tiefer, sind aber dann relativ ordentlich aus der ganzen Geschichte rausgekommen. Und was diese Erholung vielleicht anführen könnte, wäre eine Erholung bei der zuletzt doch ziemlich heftig verprügelten Apple-Aktie. Hier sehen wir oben im RSI stark, stark überverkauft im kurzen Zeitfenster. Klar, die Aktie hat natürlich einen Wahnsinnslauf gehabt und dann nicht geliefert oder das Unternehmen hat nicht geliefert. Dementsprechend die Enttäuschung groß von überkauft zu überverkauft in relativ kurzem Tempo, aber übergeordnet auch bleibt eine Apple schwierig, denn das Geschäftsmodell ist nicht wachsend, da ist wenig KI erkennbar und du brauchst ja heute KI, um einmal 300-400% zuzulegen, gell? Aber Apples iPhone, die Cashcow, die schwächelt, die Verkäufe gehen zurück. Aber dennoch sehen wir Apple stark überverkauft hier in dieser Übersicht von Bespoke. Wir sehen eine Microsoft überverkauft und wir sehen eine Amazon und eine Alphabet und eine Meta überkauft. Das heißt, ich erwarte einen gewissen Shift jetzt, eine Erholung bei Apple und Microsoft und Probleme bei den zuletzt so stark gelaufenen Amazons, Alphabets und Meta. Nvidia wird, glaube ich, am 22. August die Zahlen vorlegen, dann muss man weiter sehen. Aber übergeordnet bleibt diese Geschichte schwierig, wie wir hier sehen. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 auf Wochenbasis. Da sind wir aus diesem seit März bestehenden Aufwärtstrend rausgefallen, haben oben im RSI negative Divergenzen. Das spricht dafür, dass diese Gegenbewegung, wenn sie sich denn entfalten kann, nicht sozusagen der Gamechanger ist, wieder nach oben. Hier sehen wir mal, wie sich zuletzt Smart Money und Dump Money, also praktisch kluges Geld und doofes Geld, wenn man das so despektierlich sagen kann. Da war Smart Money war sehr, sehr skeptisch, ist jetzt optimistischer geworden, während Dump Money war extrem euphorisch, ist jetzt ein bisschen pessimistischer geworden. Und wir sehen wegen Smart und Dump Money hier mal ein paar interessante Beobachtungen. WeWork, eines der großen Highflyer, oh Gott, was war da für ein Hype um WeWork, die tolle neue Firma, die gestern Abend dann gewarnt hat, man hat substanzielle Zweifel, dass man im Business bleiben kann. Wir hatten, als diese ganze SPAC-Manie war, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern, diese Börsen-Mantel-SPACs, das war der allerheißeste Scheiß, da war man mit 8 Milliarden Dollar bewertet, mit 47 Milliarden Dollar bewertet.
Und jetzt hat man eine Marktkapitalisierung von gerade noch 400 Millionen Dollar, also nicht mal mehr ein Hundertstel, was da jetzt der Fall ist. Es könnte also sein, dass WeWork bald Geschichte ist. Natürlich, blödes Timing, Corona. Office Space, also Büro, Immobilien sind unter Druck und genau das bieten die an. Das ist natürlich wirklich ziemlich mies. Also hier Euphorien, die können sehr schnell platzen und wir sehen ja seriell im Grunde Euphorien an den Märkten. Genauso wie mit Mr. Portnoy, Dave Portnoy, der immer gesagt hat, Stocks always go up. Und der sozusagen das verwechselt hat mit Sportwetten, der hat hier ja seine Firma verkauft, Barstool Sports, und hat er für 550 Millionen verkauft. 3 Jahre später hat der Käufer, nämlich Penn Entertainment hat jetzt ihm die Anteile kostenfrei zurückgegeben, also für null zurückgegeben und nur gesagt, aber nur verboten, du wirst uns nicht als Wettbewerber in die Quere kommen. Also wir sehen, das sind Bewertungen teilweise der Fall gewesen, die sich jetzt komplett in Luft auflösen. Wird das bei der KI-Blase auch so sein? Wie gesagt, wenige Unternehmen werden von KI vielleicht profitieren, viele, viele werden es nicht, deren Geschäftsmodell wird sogar vielleicht zerstört werden. Und wer nicht liefert, so wie Palantir gestern, die auch viel mit KI, aber irgendwie wenig Nachweis bringen, dass das auch wirklich in Umsatz und Gewinn umsetzbar ist, und dann wird die ganze Geschichte schwierig. Hier haben wir mal eine Berechnung von Morgan Stanley, die sagen, also solche Blasen, die tendieren durchschnittlich, oder die Kursanstiege betragen durchschnittlich 217% in 3 Jahren. Jetzt sehen wir, die Mega-Cap-Tech-Stocks sind schon 200% gestiegen. Also vielleicht ist da dieser Boom bald zu Ende. Wie gesagt, Nvidia könnte hier das entscheidende Kriterium werden, wenn die jetzt sozusagen nicht mehr diese Anschlusseuphorie kriegen, indem sie sagen, wow, Umsätze werden weiter sich verdoppeln, dann wird es sehr, sehr schwierig bei den Bewertungen, die jenseits aller menschlichen Maßstäbe sind. Und in Sachen Blase, in Sachen Irrationalität, jetzt hatte die Ratingagentur S&P Global hat jetzt gesagt, eigentlich die wichtigste Ratingagentur, wir werden jetzt ESG-Scores beenden, also diese Nachhaltigkeits-Umwelt-Blabla-Geschichten, mit denen viel Schmu gemacht wurde, da wurde viel Betrug letztendlich gemacht, da wurde sich grün gewaschen. Jetzt endlich wird dieses ESG-Score aufgegeben von S&P und damit könnte diese ESG-Geschichte schon im Finanzbereich bald tot sein. Kommen wir zurück nochmal zu die Finanzmärkte, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Atlanta Fed GDP Now, also praktisch ein Realtime-Tracker des BIPs in den USA. Der ist jetzt bei 4,12% für das dritte Quartal. Das ist sozusagen etwas, was die Märkte einerseits gut finden, auf der anderen Seite schlecht finden, weil es bedeutet, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht sinken, weil eine Wirtschaft, die so gut läuft angeblich, die steht ja super da. Auf der anderen Seite sehen wir Frühindikatoren, die jetzt auf einem Niveau sind, wo es immer eine Rezession gesehen haben, wo wir immer eine Rezession gesehen haben. Und die Schwachstelle im System ist aus meiner Sicht derzeit der Konsument. Wir sehen, dass der Durchschnittsamerikaner 2,3 Kreditkartenkonten hat. Wir haben nämlich 600 Millionen Credit Card Accounts in den USA. Durchschnittlich ist da eine Belastung von 7.300 Dollar drauf. Durchschnittlich. Jetzt sehen wir, dass der Durchschnittsamerikaner 5.000 oder der Medianamerikaner, also die Hälfte drüber, Hälfte drunter, 5.300 an Sparvolumen, aber 7.300 an Kreditkartenschulden. Das heißt, das Saldo ist negativ. Wir haben jetzt 17,1 Billionen Dollar Haushaltsschulden, davon 12 Billionen in Mortgages, 1,6 in Autoloans, Studentenkredite und 1 Billion in Kreditkarten. 36% der Amerikaner haben mehr Credit Card Debt als Savings, also sind praktisch negativ. Und wir haben jetzt eben Mortgage Rates, also die Hypothekenkreditzinsen, bei 7,1%. Wir sehen, dass die Zinsen für Autokredite, Gebrauchtwagen etc. alles geht deutlich nach oben.
Und die Kreditkartenzinsen betragen über 20% durchschnittlich. Das kann und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Dementsprechend ist der Konsument, der dann über Student Loans, die er ab September wieder zurückzahlen muss, wahrscheinlich deutlich den Konsum einschränken muss. Das ist die große Achillesferse der Wirtschaft der USA. Schauen wir uns aber China an. Hier gab es frische Daten. Das Land ist jetzt offiziell in der Deflation. Sowohl Verbraucherpreise als auch Erzeugerpreise sind jetzt erstmals negativ, erstmals seit Ende 2020. Hier sehen Sie die Zahlen. Es ist so, dass gestern ja schon oder am Tag davor die Exporte miserabel waren, vor allem die Exportpreise, die so stark gefallen sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Exporte ja minus 14,5% und Importe minus 12,4% auf Dollarbasis. Also das Land hat ein Problemchen. Jetzt sieht man, dass zum Beispiel China weniger Güter in die USA verkauft, als Mexiko oder Kanada das tun. Das heißt, in den Handelsbeziehungen ist Mexiko und Kanada inzwischen für die Amerikaner vor China. Das war lange ja ganz anders. Also wir sehen, China wird immer unbedeutender für die USA. Da ist natürlich diese US-Politik der Entkoppelung. Man will China wirtschaftlich Knüppel zwischen die Beine werfen, um eben diesen potenziellen oder diesen Konkurrenten nicht übermächtig werden zu lassen, runterzudrücken. Das sehen wir hier ganz eindeutig in den Zahlen. Und Peking ist extrem nervös. Man hat jetzt Analysten angewiesen, gegen bärische Kommentare in Sachen Ökonomie vorzugehen. Da ist dann einer auch sofort bestraft worden. Der Chefvolkswirt von Guotai Junan Securities, der gewarnt hat vor den steigenden Unternehmensschulden, diesem Überangebot an Häusern und einem sich abschwächenden Yuan. Der hat jetzt eine zweite Abmahnung bekommen. Also das zeigt, ihr sollt nicht negativ berichten. Ihr solltet nur noch positive Berichte bringen, ihr Journalisten, ihr Analysten. Und vielleicht jetzt mal was Positives, meine Damen und Herren. Alle haben sich ja damals extrem echauffiert über Evergrande. Sie erinnern sich, dieser Immobilienkonzern. Aber Country Garden ist eine viel größere Nummer, hat das Vierfache an Projekten wie Evergrande. Und die sind so gut wie platt, kann man sagen. Schauen Sie sich mal hier die Anleihen an. Da ist praktisch eine Anleihe nur noch 10% dessen wert, was sie mal wert war. Also man kriegt noch 10 Cent auf einen Dollar. Das sind schon Junk-Niveaus vom Allerfeinsten. Das ist eigentlich kurz vor Bankrott. Und Chinas Führung scheint dieses Unternehmen, das gigantisch groß ist, nicht retten zu wollen. Und außerdem scheint man keine großen Konjunkturprogramme wirklich aufzulegen. Also dieser große Stimulus, der scheint nicht zu kommen, wie die Commerzbank hier analysiert. Stattdessen werden gezielt Anreize gesetzt und die meisten Maßnahmen werden sich auf die Angebotsseite konzentrieren. Deshalb sind nur moderate Impulse für die Konjunktur zu erwarten. Also der große Stimulus wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber wo die Chinesen erfolgreich sind, das sind Autos, nämlich die Autoexporte. Das läuft richtig gut und die werden auf unseren Markt kommen, während wir in China mit unseren deutschen Autos sehr große Schwierigkeiten haben. Aber hier Gewerkschaften und so weiter, die träumen von der Vier-Tage-Woche, die haben den Schlag noch nicht gehört. Das ist eine existenzielle Bedrohung für über 700.000 Mitarbeiter in der Autoindustrie. Das ist den meisten Leuten nicht so richtig klar, was die Stunde geschlagen hat. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. China jetzt offiziell in der Deflation, schauen Sie sich das mal an, hochinteressant. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung über Country Garden, was ich Ihnen erzählt hatte. Eine viel größere Nummer als Evergrande. Wenn Sie wissen wollen, welche Bombe als nächstes explodieren kann, dann ist es diese. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Ja, man kann, oder das ist die Million-Dollar-Frage. Was passiert mit den Zinsen durch die Fed? Bleiben die lange hoch, weil die Wirtschaft stark bleibt oder eben nicht? Wie kann man das an den Märkten spielen? Das ist die dritte Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.